Servus! Servus! Falls ihr sehen wollt, wie mich ein SpongeBob-Horrorspiel komplett gebrochen hat, seid ihr hier leider falsch. Spaß! Ich hab grad den übelsten Gewaltmarsch hinter mich gebracht. Es tut mir leid, aber ihr müsst euch das jetzt reinziehen. By the way, bin ich Gast auf der Polaris Convention im wunderschönen Hamburg. Und ihr könnt mich treffen, wenn ihr das aus irgendeinem ominösen Grund wollen würdet. Am Freitag, den 13.10. um 14 Uhr in der Meet and Greet Area. Tickets gibt's noch für Freitag, seid aber schnell. Der Samstag ist nämlich schon ausverkauft. Ist es SpongeBobs böser Klon? Oder doch nur das Pausenbrot, was ich über die Sommerferien in meinem Rucksack vergessen hatte? Leckermäulchen gut. Wer wird eine solche Monstrosität erschaffen? Was sind die dunklen Absichten hinter diesem gemeinen Plan? Und vor allem, was für Pillen gibt's eigentlich im Bikini Bottom, yo? Faktor wieder drinne. Die Pille, die besser wirkt, als wenn ich mir mal wieder mit Gerhard einen reinorgle. Ist euer Daumen nach oben auf dieses Video. Wenn ich mir die Performance der letzten Videos so angucke, hab auch nur ein bisschen geweint, hab ich das heute echt mal nötig, um den Channel wieder ein bisschen auf Kurs zu bringen. Also Leute, haut mal bitte ein. Aus! An diesem heutigen Tag werden wir Zeuge, wie die finsteren Schlingen der Gier erneut in den dunklen Nebel der Hindernis hineingreifen, um etwas emporzuziehen, was an Böswilligkeit nicht zu übertreffen ist. Aber habt keine Angst, meine tapferen Freunde, denn der große Fatih des Indie-Horrors ist ja zur Stelle, um erneut den Tag zu retten und nicht ohne zwischendurch oder auch vorher noch mal kurz einen Zwischenstopp im lokalen Fastfood-Restaurant einzulegen, um die Lage zu checken, was wir jetzt tun werden. Und dabei fällt mir auf, vielleicht habt ihr es auch schon bemerkt, wie verdammt wirtschaftlich erfolgreich einfach fucking Plankton sein könnte, wenn er sich nicht in jeder Faser seines einzelligen Ichs dazu entscheiden würde, ein Dummbatz zu sein. Tja, ich meinerseits könnte auch der nächste Markiplier werden, aber gut. Jede Position muss besetzt werden und ich entscheide mich genau für die hier. Hier bin ich gut aufgehoben. Heute mal als Retter von Bikini Bottom. Wie oft muss ich das eigentlich noch machen? Frag ich mich, aber gut. Ich nehme jeden Job gern dankend an. Und so heiße ich euch herzlich willkommen zu SpongeBob's Evil Clone. Genauso stelle ich mich euch übrigens vor, wenn ihr die Nachricht auf eurem Handy bekommt, dass Seth ein neues Video hochgeladen hat. Leugnet es nicht, ihr seht genau so aus. Gut, alles klar. Dann wollen wir mal in die große Krabbe einschreiten. Wie ich sehe, sind einige Quadratmeter schon in Rente gegangen. Aber es ist immer noch dieses belebende Gefühl da, findet ihr nicht? Von einerseits, dass man unendlich willkommen geheißen wird. Und sich da einfach dieser absolut absurd große Appetit einstellt. Sie haben es einfach immer noch drauf. Bist du der reale SpongeBob? Jo, du musst mit dieser Armbewegung aufpassen. Wir sind, also, ne, du wirst überall auf der Welt gespielt. In manchen Teilen ist es, also, just saying. I am SpongeBob. Das ist doch ein Animatronic, Alter. Hat der Springlocks? Man weiß es nicht. Ja gut, dann ist da Plankton? Da ist Plankton! Boah, ist doch du kleiner! Das Böse! Na gut, sie waren vor mir an der Reihe. Ach, was weiß ich, Alter. Der muss einfach damit leben, dass er fast zermatscht wird. So, guten Abend. Schlechten Abend. Was? Was möchtest du denn? Ein Krabbenburger. Oh, heute mal sehr kreativ von mir wieder. Setzen Sie sich. Danke. Nicht gern geschehen. Das meine ich einfach. Diese Atmosphäre. Nicht wahr? Gut, hier soll ich mich hinsetzen. Aha. Immerhin einer bejubelt mich. Weißt du, sei wie Patrick. Patrick würde einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Sei wie er, bitte. Können wir uns da nicht mal ein kleines Vorbild dran nehmen? Na, stellt sich auch bei euch so langsam der Appetit ein? Oh mein Gott! Good evening, sir. Hi! Oh mein Gott! Kennt ihr die Folge, wo die erst Mr. Krabs schlagen und dann Fragen stellen? Ich hoffe, ihr habt dazugelernt, Leute. Es geht. Hey, SpongeBob. Guten Abend. Möchten Sie scharfe Soße in deinem Burger?
Alter, also hau rein den Scheiß. Ja, extra scharf, Digga. Okay, nur eine Minute. Irgendjemandem war die Soße zu scharf. Vielleicht nehme ich doch nur ein Tröpfchen. Was war das? Das hat mir Angst gemacht. Ich werde nachsehen gehen. Kannst du mir zwischendurch einen Gefallen tun? Klar. Da ist eine Notiz in der Küche mit Aufgaben. Junge! Wieso habe ich das Gefühl, in Horror-Games immer der Billiglöhner zu sein? Wieso, Alter? Und jedes Mal riskiere ich mein Leben. Okay, ich krieg den Burger kostenlos. Ja, ja, immerhin. Siehste? Deswegen mag ich diese SpongeBob-Sachen. Die sind immer fair. Mr. Krabs macht Spaß und ist fair. So, warte mal. Okay, cool. Ich dachte, das Geräusch kam von der Küche, ehrlich gesagt. Was? Okay. See you never again, weil der böse Klon dich jetzt ersetzt. Ey, um wie viel Likes wetten wir? Wenn ich damit recht habe, dann müsst ihr. So. Wow. Also als ehemaliger Mitarbeiter des Gesundheitsamts muss ich klarstellen, dass ich hier gerne bestochen werden möchte. Gut. Wirf den Müll in den Mülleimer. Mr. Krabs Geld in die Box tun. Das ist ja alles irgendwie ein bisschen zu vertrauensvoll. Okay, wie funktioniert das? Wo ist der Trash? Das hier? Oh, nicht mal richtige Teller servieren die den Leuten. Ach, naja. Immerhin kann ich damit punkten. Die Clownsnase der Woche. Okay, vielleicht auch nicht. An mir ist halt kein Dirk Nowitzki verloren gegangen. Oder wie sagt man das? Sial. Hast schon. Mann! Bikini Bottom ist jetzt auch nicht unbedingt berühmt für seine Basketballmannschaft. Oder? Oh, sorry, Plankton. So. Da hätten wir einmal dieses hier. Mit ein bisschen Schwung geht das alles, siehst du? Die Technik. Wie ich einfach in jeglicher Szene meines ganzen Lebens immer eine SpongeBob-Referenz hätte. Ist amazing, oder? Da sieht man mal, wie gut diese Serie war. Es bleibt einem einfach im Kopf und es ist so, so versatil. So. Ich glaube, das war der Müll. Können wir da was abhaken? Ne, es hakt sich nicht ab. Schade eigentlich. Mr. Krabs Büro müsste ja das hier sein. Hallo. Oh, wow. Was? Wir hatten hier den Sparwal geschlachtet. Mit amerikanischen Dollarn. Okay, das ist doch wegen der Kolonialzeit. Müsst ihr wissen. Ja, fragt nicht. Dunkles Kapitel. Noch dunkler als die Zeiten von SpongeBob bösen Klon. So. Wieso soll ich das nochmal in die Kiste machen? Ich verstehe das hier nicht. Wieso ist das so? Und wo ist Mr. Krabs? Okay, ich kann mich wieder hinsetzen. Pff, sorry, Plankton. Das hat er verdient. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Guck mich nicht so an, bitte. Ich kann nichts dafür. Ich bin Leidtragender dieser ganzen Sache. Oh mein Gott, ist es! Ich hab recht! Ich hab recht, jetzt müsst ihr! Dem glaube ich jedes Wort, oder? Er ist einfach der wahre Spock. Na, wenn er das sagt. Ich bin nicht weg. Ich bin der realste SpongeBob in der guten alten Welt. Ja, klar. Ich würde den echten, unvergifteten Krabbenburger machen. Ey, warum würdest du die Kundschaft vergiften? Also, wahrscheinlich, damit es einen Skandal gibt und die große Krabbe geschlossen wird und alle in den Abfalleimer essen gehen. Aber du musst aufpassen, sonst hast du gar keine Kunden mehr. So groß ist die Stadt nicht, hä? Irgendwas an diesem Plan funktioniert schon wieder nicht. Der reale SpongeBob kann tanzen, hä? Ich glaube schon. Okay, dann werde ich dir zeigen, dass ich der reale SpongeBob bin. Bi-bu-bu-ba-bu-ba, Alter. Wieso? Oh Gott. Oh Gott.
Gott, das ist mir zu nah. Der macht einen halben Lapdance hier. Ich will nicht. Dafür habe ich nicht unterschrieben, okay? Was tut er mir an? Hä? 2 hours later. Oh nein! Xaxt! Das Xaxt, Leute. Oh, warte mal. Das ist ein Code. Ach, das ist ein Code! R. 4. Der Code ist 4. Secret lies within the alphabet's order. Das ist doch Quatsch! Das Lösungswort ist 4! Du Idiot! Oh, never mind! Achso, okay. Danke, dass du mir das Rätsel erklärst. Oh, danke, dass du für kleine Köstlichkeiten sorgst. Ganz genau. So, Moment. Also. Das Lösungswort ist 4. Und es geht um die Buchstaben, glaube ich. A, B, C, D, E, F ist 6. Richtig? 6? Muss ich das gleich eingeben? E. A, B, C, D, E ist 5. Also 5. Dann A ist 1. Und A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, B. Also von R ist der ist die Zahl die 18. Das ist der 18. Buchstabe, richtig? Ach, das soll wirklich so? Ich dachte jetzt, hä? Oh no, die Socken. Verdammt nochmal, der Koitus fand hier statt. Ohne mich! Immer ohne mich! Hallo? Sandsäcke haben sie aufgebahrt für die große Schlacht. Was geschieht? Oh mein Gott! Alles klar! Sorry! Zum Glück bin ich ausgerüstet. Wäre das kein... Oh! Hilfe! What the fuck? Wie hätte ich den denn entkommen können? Was? No! Oh, das sind diese ekligen Burger. Oh, was? 6, 5, 1, 18. Lol, Alter. Muss ich den hier irgendwie juken oder so? Ich wollte gerade sagen, wenn es kein Horror-Game wäre, hätte ich keine Taschenlampe. Ach du Kack. Was? Irgendein Quallenfischer muss hier dran glauben. Oh Gott. Ich weiß doch nicht, wohin! Ich weiß es doch nicht! Woher soll ich denn das wissen? Was zum Arsch? 2 hours later. Hä? Das ist ja krass. Wie kann ich dem denn entkommen? Oh! Verstehe. Okay, das hat irgendwie beim Anfang nicht ganz so gut geklappt, muss ich sagen. Irgendwie nicht reagiert. Ist klar, ich kann mich in den Spinden verstecken. Nur, ich muss halt finden, wo die sind, ne? Und gar nicht zu sehen. Ist halt echt ein bisschen doof. Was heißt denn das zur Hölle? Die Orgel. What? Oh, wait, hier steht was. Sometimes you just need a flashlight to see things as they should be. Ja, ich kann ja auch gar nicht ohne Taschenlampe. Oh, wait. Ah, ich dachte, das wäre hier ein Geheimgang, aber nee, das ist von den Texturen. Das ist unglaublich! Wie soll das funktionieren? Oh Gott. Pff. Immerhin ist er ein ordentlicher Dude. Das muss man ihm ja mal lassen. Was ist das hier? Kühlschränke, Alter? Da kann ich mich auch überall verstecken. Und dann? Ich glaube, hier kommt er gar nicht hin. Sandy, Patrick und Mr. Krabs Animatronics, what? Und Mini-Krosse-Krabben.
Alter, das ist wie hier im Toys R Us. Oh, kommt er? Oh, bitte nicht. Ich glaube, er kommt. Ich kann mich nicht ducken oder sowas. Die Sache ist, was fange ich denn hiermit an jetzt? Kick me here. Lol. Oh Gott! Ich weiß gar nicht wo! Ich weiß nicht, was ich machen soll! Der ist zu krass, der Gegner! Oh shit, man sieht zu wenig! Diese Pfeile mit diesem Morse-Code, das sind bestimmt... Oh Gott! Ist bestimmt irgendwie ein Code oder sowas, den ich in einer bestimmten Reihenfolge angeben muss. Goddammit! Geh zurück! Meine Fresse! Okay, kann ich jetzt? Endlich! Hier war ich nämlich noch nicht. Okay, alles klar. Wir haben hier genug Möglichkeiten zum Ausweichen. Ist übelst Blut. Das ist übelst lächerlich, wie das hier aussieht. Was zum... Hier ist ein Key. Oh Gott. Woher? Was macht das auf? Ich habe noch nichts gefunden. Oh, was ist das? Oh, das ist die Reihenfolge! Was, das ist ja... Die wollen, dass ich hier rumlaufe und den Code zusammensetze. Das ist doch lächerlich! Das ist lächerlich! Oh mein Gott! Ich brauche irgendeinen Hebel. Der ist bestimmt hinter der Tür. Nein! Ich sehe nicht! Ich glaub das nicht! Oh Gott, was? Und kann ich mir das irgendwo aus dem Internet suchen, bitte? Das ist ja fürchterlich! Okay, ich muss hier Fotos machen! Warte, es funktioniert nicht! Oh Gott! Wait, ich hoffe, bitte, lass das nicht random sein! Bitte nicht. Okay, das und zack. Okay, hab gemacht. Gut. Wir müssen das Rote finden. Der rote Pfeil aber. Ach du Scheiße. Wie soll ich das denn machen? Hell no. Oh Gott, das klappt nie. Ich muss wahrscheinlich 1000 Mal sterben. Weißt du was? Ich mache jetzt einfach, pass auf, ich weiß, wie es geht. Ich mache jetzt einfach Fotos von allem und dann setze ich mir das in aller Seelenruhe, setze ich mir das hinten in meinem stillen Kämmerlein zusammen. Und dann muss ich ja nur noch mal hierher und das Ganze da oben eingeben. Ist ein Deal? So, mal gucken, wie weit wir kommen. Pass auf. Ist hier hinten noch irgendwie was? Nee, ich glaube nicht. Ja, ich grüß dich. So ähnlich sah ich auch in meiner Schulzeit aus, by the way. Ich war ein Frauenheld, müsst ihr wissen. So. Hier in dem Raum. Geht's hier noch lang? Nee. Ist einfach nur eine Sackgasse, damit wir sterben. SpongeBobs Klon kommt nicht mehr zurück. Das heißt, hier sind wir halbwegs safe. Das ist gut zu wissen, wenn wir das hier nämlich eingeben, dass wir ein bisschen entspannt unsere Ruhe haben. Okay, der wird gleich kommen. Ist eigentlich egal, wenn ich sterbe, so. Wenn sich der Code nicht verändert, ist das egal. Okay, schwarz ist... Es wird 4 Punkte. Wie soll man das machen? Wenn man das nicht fotografiert. Das ist so ein Quatsch. Okay, eins nach dem anderen. Hier muss noch irgendwie irgendwas sein. Ah, das ist der goldene Pfannenwender. Was ist das hier für eine Farbe? Braun? Ja, ich habe noch keine Toilette gefunden, ich meine an sich. Nachvollziehbarer Handlungsstrang. Ich muss wahrscheinlich... Ich muss bestimmt alle Farben finden, ne? Oder alle. Oh-oh. Ich glaube, 3, 4 habe ich schon. 3 vielleicht. Boah, ich habe so Angst, Hilfe. Ich mag das Ding nicht. Oh
blau. Yes, hab's. Gameplay, Leute. Gameplay. Let's go. War hier hinten was? Bestimmt war hier ein Teil. Oh. Okay, okay, okay. Shiny Objects. Oh, rot. Das ist einer der ersten Pfeile. Den Schlüssel habe ich ja auch noch. Okay, okay, okay. Nein, der ist so schnell. Ich sehe den gar nicht. 2 hours later. Oh, verdammt nochmal. Okay, ist hier schon irgendwie was drin? Nee, ist es nicht. Alles klar. Dann werden wir jetzt hier schön entspannt den ersten Teil dieses Codes irgendwie zusammensuchen können. Moment, Moment, Moment. Das hin. Wir machen das. Wehe, der ist random. Das wär lächerlich. Okay. Okay, hier ist nichts. Also hier weiter. Da, grün. Es könnte sein, dass ich schon alle hab. Ich glaube, es sind nicht mehr, oder? Ja, hier, das Ding habe ich auch schon. Weißt du was? Setze ich mich da jetzt in den Schrank rein? Ich dachte, ich schaffe es noch. Aber hat nicht schnell genug reagiert. Ja, das Problem wird da hinzukommen und den Schlüssel mitzunehmen. Alter, Greenscreen voll am Ausrasten hier gerade. So, Moment mal. Was haben wir denn da Schönes? Rot, schwarz, grün, gelb, blau, braun. Alles klar. Oh mein Gott, oh Gott. Warte mal, schwarz, rot, gelb. Ich hab aber alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 6 Fotos habe ich gemacht. Ey, 7, 9, 6, 5, 8, 2 ist der Code. Alles klar, let's go. Wir müssen noch den Schlüssel holen. Das dürfen wir nicht vergessen. Hallo? Entschuldigung? Entschuldigung? Oh mein Gott, ich dachte jetzt, es buggt. Ich muss nochmal alles von vorne machen. Okay. Hab mir den Code notiert. Wir gehen straight darüber. Ich habe das schon tausendmal gesehen, das hat mich trotzdem verunsichert gerade. Wir müssen nur diese Etappe hier überstehen. Ich weiß nicht, wo er ist. Der ist in der Nähe. Ich glaube, die Musik sagt mir das. Oh Gott. Mach's nicht so spannend. Okay, er ist nicht hier? For real nicht? Ja auch nicht mehr hin. Right. Ich höre dieses Türenknarzen. Der ist halt unterwegs. Oh mein Gott. Okay. Okay, ich habe den Code, ich habe den Schlüssel. Jetzt mal schauen. Wie war das? 7. Wait. Hallo, kriege ich das hin? Ey, reagiere. Was stand da jetzt? I need to solve the code. Wait, hab ich doch! Digi, ich hab den Code! Digi! Lass mich das bitte eingeben! Nein! Es geht nicht! Ich hab's doch schon gesurft! Muss ich die erst aufnehmen oder sowas? Hä? Muss ich das irgendwo anders eingeben? I need to turn on the power? Oh Gott, ich muss was anderes vorher machen. Ich weiß gar nicht wo. Da muss der Hebel rein. Da muss er erst den Strom anmachen. True. Aber wo könnte der sein? Ich habe keinen gefunden. Oh, da ist er.
Okay, sehr gut. Ich habe den Hebel. Ich kann den Strom wieder anstellen. Oh, das wird mir helfen. Das Problem ist halt... Oh, ich glaube, der ist in der Nähe, ne? Ich muss es halt schaffen, mit dem Ding darüber zu kommen. Das klingt so viel einfacher, als es tatsächlich ist, ey. Okay, Moment. Oh Gott! Das Problem ist, der ist schneller als ich. Oh! Ich bin an einem dieser Schränke vorbeigeglitten, Alter. Let's go! Das ist in die andere Richtung. Das macht die AI gut, irgendwie. Die geht halt immer dahin, wo man sie halt gebrauchen kann, ne? Also, I mean, you know what I mean. Sehr gut. Junge, hör auf dich zu drehen! mach mir das Leben nicht schwer. Ich glaube, das Ding lacht über mich. So ein Gefühl. Okay. Jetzt noch den Key. Oh, Dankeschön. Okay, awesome. Sorry, falls ich das rausgeschnitten habe. Ich bin zwischendurch 25.000 Mal gestorben. Ist auch egal. Deswegen muss ich den jetzt nochmal einsammeln. So. Hier kommt gleich Stromkasten-Dings. Geil, easy. Ich kann sehen. Ich habe Augen. LOL. Irgendwie sieht das hier ein bisschen anders aus. So, ich bin hier vorbeigelaufen. Alles klar. Jetzt können wir den Code eingeben. Das sind 7, 9, 6, 8, 5, 2. Yes! Let's go! Die Haken! Die Haken! Oh! Der hat Plankton eingesperrt. Nicht, dass er... Also für ihn gibt es keine Möglichkeit, aus diesem Gefängnis zu entkommen. Just saying. Können wir ihn anquatschen? Oh, danke. Ich bin entkommen. Aber wer bist du? Ich bin Plankton. Und ich brauche deine Hilfe, um hier rauszukommen. Brauchst du nicht, aber okay. Ehrlich? Du bist so klein. Du kannst... Geil! Fourth Wall Break. Du kannst so einfach aus diesem Käfig rauslaufen. Ja, das scheint so, aber dein Kommentar darüber, dass ich klein bin, hat mich ein bisschen verletzt. What? Okay, sorry. Du bist das größte Ding im Ozean. Das Ding ist, der gruselige SpongeBob hat mich unterschätzt und hat gedacht, ich konnte nicht von diesem Käfig entkommen. Der dreimal so groß ist wie ich selbst, ja. Kannst du das glauben? Tja, sorry, dass er dich unterschätzt hat. Mach dir keine Sorgen, wir haben keine Zeit. Wir müssen in mein Laboratorium und eine Waffe kreieren, um mit diesem SpongeBob-Klon fertig zu werden. Was? Du hast das gemacht? Das hat er nicht gesagt, aber... Okay, lass uns darauf fokussieren, eine Lösung zu finden. Okay. Was? Wovon? Einen anderen Klon, der noch gefährlicher ist? Und dann machen wir noch eine Waffe, um den aufzuhalten. Und dann machen wir noch eine Waffe. Das wird ein ewiger Kreislauf, Alter. Ich werde jetzt nur noch sowas spielen hier. Alles klar. Wie können wir ihn rauslassen? Oh, shit. Aber ich habe doch den Schlüssel. Ja, ne? LOL! Den hätte ich dafür holen sollen, für die Tür. Oh, ach, ich muss das... Oh! Oh mein Gott! Was geht denn jetzt ab? Okay, Moment. Moment. Hallo! Ich könnte gar nicht steuern! Ich war noch locked in der Cutscene! Okay, jetzt geht's. Da vorne sind SpongeBobs, die werfen Dinge. Ich muss in der Mitte bleiben, ey. Okay. Nein! Oh Gott! Das Level macht mich fertig! Das ganze Spiel macht mich fertig! Ist übelst schwer! Wer hat sich den Scheiß wieder ausgesucht? Ich war's. Aber ich kann's euch in die Schuhe schieben. Ihr wollt das immer gucken. Gibt's zu. Okay. Oh. Sehr gut. Wie weit müssen wir fahren? Oh. Alles klar. Okay. In der Mitte zu bleiben ist die Strategie. Sehr gut. Oh!
mich so hart konzentrieren hier. Let's go. Ja? Haben wir es bitte gleich mal geschafft? Das gibt's doch nicht. Ich halte die Spannung nicht aus. Bitte mach hin. Das kann nicht wahr sein. Oh, nice. Ich dachte, die Villa gefahren die denn noch mit ihren sichtbaren Bootmobilen. Okay, Level geschafft. Ah, wir sind im Lab. Nice. Okay. Okay, boah, ich dachte jetzt, das ist jetzt eine riesige Ameise, aber es ist bloß dieser Fernseher. Was jetzt? Um die Waffe zu erschaffen, brauchen wir etwas sehr Besonderes. Du musst eine Gruppe von kleinen SpongeBobs und eine Tasse Kaffee besorgen. Aber sie können nur in der alternativen Realität die von... Was ist das für eine Scheiße? Tiny SpongeBob Cup of Coffee? Das ist ungewöhnlich. Wie kriege ich sie? In der alternativen Realität. Ah, hat der böse SpongeBob Chaos erschaffen. Ich muss aufpassen. Okay. Oh Gott, why? Ich hab ne Grappling Gun! Nein, ich glaub das alles nicht. Ja, auf was für Spritzen haben die sich hier reingejagt, um das zu erschaffen? Meine Fresse! Ich dachte schon, ich hab langsam alles gesehen. Ach du Heiliger. Okay, gut. LOL? Cool. Hier ist die Grappling Gun. Und wie kann ich die jetzt... Wie kann ich jetzt hier... Muss ich jetzt hier rein? Ja. LOL. Hätte ich das Intro nicht gesehen, hätte ich das jetzt hier nicht gefunden, ne? Geht's jetzt gleich los? Komm schon! In die alternative Realität! Ich will es! Ich will's! Du hast das aber spannend gemacht, meine Güte! Dieser Cliffhanger! Jetzt bin ich mal gespannt, das wird so absurd, Alter. Das wird bestimmt kotzschwer, ey, nein, ich will das nicht. Hold left button to grapple and space to jump. Okay! Oh! Hi, kann ich das... Sammeln? Oh, okay. Ich muss da hinlaufen? Wait. Wie kann ich schießen? Uff. Ich kann irgendwie nicht shooten. Digi, dein Scheiß funktioniert nicht. Nein, ist es buggy? Oh Gott. Oh! Ah, shit! Hold left mouse button to grapple. Ja, aber das geht nicht. Wait. Hold left mouse button. Es funktioniert nicht, der Scheiß! Nein! Es ist kaputt! Oh mein Gott. Ich kann übelst hochspringen. Oh, what? Huh? What? Ich kann nur das treffen? Ist das bekloppt? Das ist doch bekloppt! Und jetzt? Wait. Oh Gott. Nee, ich muss hier drauf, ne? No! No! Was für eine Kotze ist das? Alter, ich weiß ja gar nicht mal, wo die Dinger sind. To be honest. Gut, Moment. Dahin. 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 Kann ich hier drauf? Da ist noch ein SpongeBob. Oh, Alter. Oh, Alter. Die Physik-Engine.
Nein! Wie soll ich denn mit dem Ding landen? Das ist unmöglich! Holy shit! Warte! Warte! Hui, open eye! Hui, hui, schieß! Wie kann ich das Ding... Wie kann ich... Okay, Moment. Zieh dich hoch. Oh, wie kann ich da drauf? Wie kann ich da landen? Weißt du wie? Wie mache ich denn das? Okay. Man muss ein bisschen Glück haben. Gut, ich habe 2 Objekte. Wo gehe ich denn aber als nächstes hin? Ach, da lang. Okay. Hier ist noch ein SpongeBob drauf. Nein, lass mich. Oh, diese Zeitbegrenzung, ne? Ist so krass. Hör jetzt auf, spannende Musik zu machen. Ist da was drauf? Natürlich ist da einer drauf. Nein! Wieso nicht? Boah, hier sind 2, Alter. Oh, shit. An dem Ende sind 2. Bevor ich hier rüber jumpe, muss ich die kriegen. Okay. Probier's mal. Okay, wenn man das einmal ein bisschen raus hat. Oh! Ich gebe zu, die Dinger wirken ein bisschen wie ein kleines Gravitationsfeld. Da kann man sich in gewisser Art und Weise drauf verlassen, aber nicht vollständig. Okay. Komm da nicht. Ich muss mich weiter nach vorne schwingen. Okay. 6 Stück geschafft. Nur 20 Minuten gedauert. Das ist der nächste. Ein klein wenig habe ich es raus. Ja. Oh, komm. Okay. Kann mich nämlich auch ein bisschen... Oh, vor und zurück schwingen. Ja, das war's. Oh, das war's nicht. Wait? Ich habe noch eine Chance. Ja. Komm, kann ich mich ein bisschen hochziehen? Nee. Manchmal... Ach, verdammt nochmal, ey. Nur noch 3 Stück hätte ich greifen müssen. Oh, hier ist die Tasse Kaffee. Oh, kann ich da reinschwingen? Komm schon! Ach! Ich muss höher. Oh, okay. Einer noch. Sehr gut. Langsam. Leichter gesagt als getan. Shit. Oh. Oh, ich bin zu schnell. Ich habe auch nur noch wenig Zeit. Boah, das stresst mich. Oh Gott. Werd langsamer, bitte. Ich werd nicht langsamer. Hier. Wie komme ich da hin? Oh. Ich hab's. Oh mein Gott. Dieses Game. Wait, what? Was? Wieso muss ich das nochmal machen? Excuse me? Wieso? Hab ich's nicht geschafft?
So, der letzte. Ich habe noch genug Zeit, right? Come on. Oh, thank God. Was für ein Arschlochspiel, Alter. Ich weiß nicht, wo lang. Ich bin einfach nur froh, wenn ich das gleich geschafft habe, to be honest. Oh, no. Ich renne. Ich weiß nicht, was ich sonst machen kann, außer rennen. Ich renne und guck dich dabei an, mein Freund. Oh, das ist keine gute Idee. Das verdammtes Labyrinth. Ich geh einfach weiter. Irgendwo wird schon der Ausgang sein. Dieses Schild mit dem grünen Leuchten, wo dran steht Exit. Es wird vor mir erscheinen. Oh Gott, ich weiß nicht, wo lang. Oh nein, ich werde in seiner Zahnlücke enden. Bitte nicht, Mama. Nein. Ich bin aber scheinbar den richtigen Weg gegangen, oder? So lang kann nicht der falsche gehen. Niemand würde in die falsche Richtung gehen. Und zwar so lang. Nein. Das kannst du vergessen. Nicht in meiner Realität. Nicht mit eurem ganzen Support, right? Okay. Ich glaube, gleich ist es soweit. Es ist soweit. Oh! Wie oft wollen wir das noch durchziehen? Ich drehe mich jetzt nicht mehr rum. Ich traue mich nicht. Da sterbe ich sofort, Alter. Die ziehen mir die Ohrläppchen lang. Und ich mag meine Ohrläppchen. Ich will die genauso kurz haben, wie sie sind. Komm, let's go. Das wird immer verzerrter. Los! Ist das eine Wand? Nein, es ist ein Tor. Ein Tor in die Freiheit. Oh. Ich hab's geschafft. No. Nein. Er hat Plankton. Nein. Nicht to be continued. Das ist nicht deine... Das ist das Ending, was du mir gibst. Das ist nicht der... Der Klon ist nicht der Böse in diesem Spiel. Es ist das Spiel selbst. Das habe ich nicht verdient. Oh nein.